erste Schnee in diesem Jahr länger als üblich auf sich warten lässt, so sind die Nächte kalt. Sherry hat getrockneten Dung gesammelt, mit der sie den kleinen Ofen beheizt. Wenigstens für kurze Zeit wird es wohlig warm in der Jurte. Wir leben hier wie die Turbiner selbst. Wir haben von ihnen eine Jurte zur Verfügung gestellt bekommen. Und in der Mitte brennt, wenn es kalt ist, immer ein Feuer, so wie jetzt gerade. Und das müssen wir eben am Abend immer einheizen. In der Früh ist es dann leider trotzdem bitterkalt, weil das ist nur ein Blechofen letztendlich und der haltet null Wärme. So wie vorgestern haben wir, glaube ich, 0 Grad oder sogar Minus in der Jurte gehabt. Und ja, wir essen das gleiche Essen. Dadurch, dass wir sie ständig begleiten, bekommen wir auch sehr viel mit und leben sehr viel mit. Und waschen uns wie sie am Fluss in der Früh. Heute war Eis drauf, es war auch sehr schön. Und ob ich den westlichen Lebensstil vermisse, ganz sicher. Aber es ist auch schön, mit ihnen zu leben, wie halt sie selbst leben. Das ist eine gute Erfahrung. Noch verläuft das Leben der Turbine weitgehend in seinen gewohnten, althergebrachten Bahnen. Das krummbeinige, milchsäurige und wundergläubige Nomadentum in der kahlkargen asiatischen Steppe ist eine unwiederfindbare, im Zeitenstaub versunkene Kindheit. Kreises Europa, schreibt Galsan Chinak. Doch er weiß auch, dass die sogenannte Modernisierung vor seinem Volk nicht Halt machen wird. Viele Turbiner sind bereits abgewandert, um ihr Glück in den Städten zu suchen. Dort verleugnen viele ihre turbinische Herkunft, um nicht als Mitglied einer Minderheit zu gelten, auf die viele Mongolen abschätzig herabblicken. Doch auch wenn vor den Jurten längst nicht mehr nur Pferde, sondern da und dort auch alte russische Geländewägen oder Motorräder stehen, so sind die Sitten doch die alten geblieben. Bereitwillig lassen sich die Menschen bei ihren Tätigkeiten fotografieren und gewähren den Besuchern Einblicke in ihre nomadische Lebensweise. Eine Lebensweise, die Gernot Gleiss bereits bei seiner ersten Mongolei-Reise im Jahr 2008 kennengelernt hat. Damals hat er einen anderen Stamm der Turbiner, die Rentiernomaden im Norden der Mongolei, besucht und fotografiert. Ich denke, dass es eine Freiheit hier gibt, die bei uns in Europa schon längst nicht mehr vorhanden ist. Diese Maßregelung, die bei uns in der zivilisierten Welt, wenn wir es einmal so nennen, passiert, ist hier gänzlich unbekannt. Es fängt schon damit an, dass man eigentlich sich ohne Straßen bewegt in diesem unglaublich weiten, großen Land. Und dass das wahrscheinlich die ursprünglichste Form, die man heute noch finden kann, zu leben ist. Das ist das, was mich schon sehr fasziniert hier. Und in dieser Zeit, in der ich hier bin, ein Teil davon sein, ist was Großartiges. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich ursprünglich diese Arbeit begonnen habe zu machen, weil man kommt an Plätze, die wenige Menschen sehen können. Und daher besteht auch meine Aufgabe darin, das in Bildern zu zeigen und den Menschen, die halt nicht die Möglichkeit haben, hierher zu kommen, das in meinen Bildern zu vermitteln.
Große Pferdeherden prägen das Bild der Steppe. Jeden Morgen werden die Fohlen eingefangen und festgebunden, damit die Stuten gemolken werden können. Fleisch liefern die Yaks, Ziegen und Schafe oder Wild wie zum Beispiel Murmeltiere. Tuba sind ja nicht nur Viehzüchter, sie sind auch Jäger. Das sind Wandernomaden, die von der Jagd und von der Viehzucht leben. Und die leben mit einem Fuß zumindest noch in der Urgesellschaft. Also wenn wir auf die Jagd gehen, dann teilen wir alles gleich. Genauso, wenn wir ein Vieh schlachten. Das sind die drei Jurten, was ich hier sehe. Wenn hier ein Hammel geschlachtet wird, dann bekommen die zwei Jurten auch ihre Anteile. Und so ist das, wenn in 10 Tagen in der Jurte, in der anderen Jurte ein Hammel geschlachtet wird, dann kommen die Jurten auch dran. Und in weiteren 10 Tagen wird diese dritte Jurte vielleicht ein Jackjährling schlachten. Dann bekommen die anderen auch Anteile dafür. Geschlachtet wird nach traditionellem Ritus. Mit einem Messer sticht der Schlachter unterhalb des Brustkorbs in den Bauch des Tieres, um ihm dann mit der Hand die Hauptschlagader abzutrennen. Denn kein Blut soll den Boden berühren und die Erde entweihen. Sobald das Tier tot ist, werden die Läufe abgetrennt und das Fell abgezogen und schließlich Innereien und Fleisch aufgeteilt. Beim Zerlegen und bei der Weiterverarbeitung helfen alle mit. Frauen, Männer, Kinder. Jede und jeder hat seine Aufgabe. Am Abend schließlich wird über dem Blechofen, der zugleich als Herd dient, Hammel-Eintopf zubereitet. Gewürzt mit wilden Kräutern und Zwiebeln. Dazu gibt es in heißem Öl herausgebackenes Brot. Ну,
Galsan Chinak verbringt viele Monate im Jahr auf Lesereisen in Europa oder in Ulaanbaatar, um zu schreiben. Doch wann immer er bei seinem Volk ist, besucht er möglichst viele Menschen, die ihm ihre Sorgen und Nöte erzählen und um Rat fragen. Seit vielen Generationen sind wir die Hauptsippe der Nation. Ich gehöre der Untergruppe Adai Irgit an. Das sind 9 Stämme und die Irgiten sind die zahlenmäßig stärkste. Und die Irgiten haben 5 Untergruppen und wir Adai Irgiten sind die mächtigsten, auch wirtschaftlich. Galsan Chinak kämpft seit Jahrzehnten unermüdlich um den Fortbestand seiner Volksgruppe. 1995 hat er zahlreiche Mitglieder seines Volkes, die in den Osten der Mongolei zwangsumgesiedelt worden waren, in einer Karawane mit Pferden und Kamelen wieder in ihre ursprüngliche Heimat zurückgeführt. Galsan Chinak wurde zu einer alten Frau gerufen, die krank ist. Er soll sie heilen. Gernot Gleis begleitet ihn, um den Krankenbesuch zu fotografieren. In der Steppe gibt es keine Ärzte. Die Menschen vertrauen auf die Heilkräfte der Schamanen. Und Galsan Chinak gilt als der größte der tuwinischen Schamanen, dessen Begabung schon als Kind entdeckt wurde. Zu Beginn des Besuchs wird Schnupftabak getauscht, wie es Sitte ist unter den Nomaden. Bevor Galsan Chinak schließlich mit der Heilung beginnt, befragt er das Orakel. Er könne, so sagt er, fast alle Krankheiten heilen. Doch er sei auch kein Gegner der Schulmedizin. Ein Schamane müsse ein Diener seines Volkes sein, ein Wanderer zwischen Diesseits und Jenseits. Der Schamane ist derjenige Mensch, der zwischen dem blauen Himmel, dem Höchsten, und den normalen Menschen, dem gemeinen Volk steht. Das ist der Mensch Nummer 1, der Übermensch. Also Menschenfreund, Menschenbruder, Menschenvater. Alles, der also für die Menschen tut. Ein heilbringender Heiland, wenn du das so willst. Die schamanische Tradition ist Galsan Chinak wichtig. Sie ist Teil nomadischer Lebensweise. Doch der Bewahrer der tuwinischen Kultur will auch ein Erneuerer sein, ein Vordenker, der seinem Volk neue Wege und Möglichkeiten aufzeigt. Viele sagen, die Tradition sei heilig. Und die wissen, dass das passte zu der Zeit nicht mehr. Aber die sagen, so sei es gewesen und deswegen haben wir kein Recht, das anders zu machen. Ich sage, die Tradition ist nicht heilig. Jede Zeit bringt was Neues hinzu. Bei der Overweihe drüben habe ich Widerstände hart brechen müssen. Also die Frauen habe ich mit eingeladen. Erstmalig in der Geschichte. Sonst haben sie gedacht,